Der japanische Archipel. Heute in 20 Jahren. Die Hundepopulation hat seuchenartige Ausmaße angenommen. Ein Ausbruch der Hundegrippe erschüttert die Stadt Megasaki. Bürgermeister Kobayashi erlässt Notverordnungen und fordert eine schnelle Quarantäne. Trash Island wird zur Exilkolonie. Die Insel der Hunde. Ich glaube, ich vertrage nicht noch mehr von diesen Abfällen. Geht mir auch so. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Niemand hier gibt einfach so auf. Vergesst das ja nicht. Du bist Rex. Du bist King. Du bist Duke. Du bist Boss. Ich bin Chief. Wir sind ein Rudel furchterregender, unverwüstlicher Alpha-Hunde. Atari Kobayashi, du hast heldenhaft eine Junior Turboprop XJ750 gekapert. Bitte, bitte! Und bist wegen deines Hundes damit zur Insel geflogen. Verflixt. Ich hab mich in dich verguckt. Spotze, Spotze! Wir haben's kapiert. Du suchst deinen verlorenen Hund Spots. Kennt ihr jemand? Nein. Spots, wenn er noch lebt, wird höchstwahrscheinlich genau in diesem Moment gegen seinen Willen festgehalten. Irgendjemand hackt irgendwas aus. Hilfst du ihm? Dem kleinen Piloten? Wieso sollte ich? Weil er ein 12-jähriger Junge ist. Hunde lieben die. Wir finden ihn. Wo er auch sein mag, wenn er noch lebt. Finden wir deinen Hund. Es gibt einen Kampf. Wenn nur jemand seine Sprache sprechen würde. Wow. Richtung Norden, ein langer, wackeliger Weg über schlammiges Sumpfland, der zu einer radioaktiven Mülldeponie führt, verseucht von toxischen chemischen Abfällen. Das ist unser Ziel. Toll. Alles klar. Bereit für Absprung.